Himmlischer Vater, großer Gott, lieber Herr, wir kommen jetzt vor dir. Wir bitten dich erstmal, vergib uns unsere Schuld, vergib uns unsere Sünde. Wasche uns komplett rein in deinem Blute, sodass wir vollkommen vor dir stehen dürfen mit deinem Kleid der Gerechtigkeit. Bitte entleere uns unserer selbst und erfülle uns komplett mit deinem Heiligen Geist. Öffne Herz und Ohren, damit deine Wahrheit dort reinkommen kann. Und hilf jetzt auch, dass wir die Botschaft, die jetzt wichtig ist für uns, verstehen und auch in unserem täglichen Leben umsetzen lernen. Und das alles bitte ich dich in deinem heiligen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. The topic this evening, das Thema heute Abend, is entitled, hat den Titel The Battle of Armageddon. Der Kampf von Armageddon. The Battle of Armageddon. Der Kampf Armageddon. The final war. Der letzte Kampf. Christians may not be very careful by the word Armageddon. Sorry? Christians may not be careful with the word Armageddon. Also die Christen sind nicht sehr vorsichtig mit dem Wort Armageddon. But politicians are very careful with this word Armageddon. Aber die Politiker hingegen sind sehr vorsichtig mit dem Umgang mit dem Wort Armageddon. And some have traveled to look where is this the place called Armageddon? Where is this place? Es gibt sogar Menschen, die irgendwo hingereist sind, um diesen Ort Armageddon zu besichtigen. And some went to say maybe when Turkey, when people, England was fighting with Turkey, maybe when Turkey was defeated, it is the battle of Armageddon now was fulfilled. Also manche behaupten sogar oder denken, dass der Kampf zwischen England und der Türkei die Schlacht von Armageddon gewesen ist. Mussolini said, yeah, this is a place where the war, the final war can be fought. Mussolini. Okay. Also die Moslems, die glauben. Mussolini hat daran geglaubt, dass das der Platz ist, wo Armageddon gewesen ist. So politicians, because politicians, they need peace so that they rule for a longer time. They look in the Bible, it says there is a war, a final war. They look, where is this war? Where will it be fought? Okay, die Politiker, die gucken halt vorsichtig, die suchen halt diesen Platz und gucken dann in der Bibel und denken, wo kann dieser finale Kampf stattfinden? Wo kann dieser Platz sein? Nations are preparing for a war. Die Nationen bereiten sich auf einen Kampf vor. From the book of Psalms, chapter 2, verse 2. Psalm 2, Kapitel 2, Vers 2. The Bible says. Sagt die Bibel. The kings of the earth set themselves. Die Könige im Lande lehnen sich auf. And the rulers take counsel together. Und die Herrenrat schlagen. Against the Lord. Miteinander wieder den Herrn. And against his anointed, saying, let us break, their bands asunder and cast away their cords from us. Und seinen Gesalbten, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. So nuclear bomb, people are prepared. Every nation is saying, you stop nuclear bomb, but I will continue with nuclear bomb. You stop that kind of mission, I will continue with it. So everybody is preparing for a war. There is a war which every country is preparing for. Okay. Und es ist so, dass die Nationen zu den einen sagen, hört auf mit euren Nuklearprogrammen, aber machen das dann selber ein Nuklearprogramm. Oder sagen, hört auf zu kämpfen und fangen an selber zu kämpfen. Man sieht halt, dass die Nationen sich rüsten zu einem Kampf. But the Bible says, these kings are coming together. Aber die Bibel sagt, diese Könige kommen zusammen. They set themselves against God, against the Lord. Sie ratschlagen gegen den Herrn. Maybe it may be, you see, sometimes people, you see, when nations come together, you say, okay, now peace is going to come. Also manche denken, dass wenn die Nationen zusammenkommen, Friede kommen wird. But I tell you, the West is yet to come. The West? The West is yet to come. Ah, the worst, okay. Also das Schlimmste ist dabei zu kommen. Yeah, the best will come when Jesus comes. But the West,
The worst is yet to come. Okay, thank you. Das ist für mich übersetzt. Also, er sagt, dass das Schlimmste kommen wird, bevor Jesus kommen wird. Also macht euch drauf gefasst. We fight for peace, yes. Wir kämpfen für Frieden, ja. People are saying peace, peace. Die Menschen sagen Friede, Friede. But the Bible says, when you see peace, is when destruction comes. Die Bibel sagt aber, wenn du den Frieden siehst, das ist der Zeitpunkt, wo auch die Zerstörung stattfinden wird. Because all nations are fighting against God. Weil die Bibel sagt, dass alle Nationen zusammen gegen den Herrn kämpfen werden. And kings are coming together against God. Und auch die Könige zusammenkommen werden gegen den Herrn. The presidents of the nations, they are not for God. There's something, although some president may not know, but you see, there's something against God himself. Also auch die Präsidenten, ja, ohne jetzt alle über einen Kamm zu stellen, aber man sieht, wenn sie zusammenkommen, wird das gegen Gott sein. So it's better for us to know what does the battle of Armageddon entails. Also deshalb ist es auch für uns wichtig, was die Schlacht von Armageddon beinhaltet. From the book of Revelation, chapter 16. Von dem Buch Offenbarung, Kapitel 16, and verse 16, Vers 16, the Bible says, sagt die Bibel, and he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Und er hat sie versammelt an einem Ort, der da heißt, auf Hebräisch, Armageddon. So to know what does Armageddon mean, it means you should go to the Hebrew. Also um zu wissen, was das Wort bedeutet, muss man zum Hebräischen gehen. Because it is a Hebrew word. Weil es ein hebräisches Wort ist. Armageddon. Armageddon. English revised, American revised version says Har-Megiddo. Also die NIV, also die spezielle englische Übersetzung, benennt das mit Har-Megiddo. 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 There was a division. They divide into yeah. two words. Eigentlich sind es zwei Wörter. Har. Har. H-A-R. H-A-R. And Megiddo. Megiddo heißt es im Deutschen. But Har. Megiddo. Megiddo. Yeah? Har. Aber Har. In Hebrew, Har means a mountain. Und Har heißt auf Hebräisch ein Berg. But Megiddo. 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 Is a valley. Und ist das is a place where it is I mean das ist eine Stadt ein Tal genau it means Har Megiddo means a mount of Megiddo ja es heißt eine Stadt also ein Berg von Megiddo I rushed a bit but now let me come a bit Har means a mountain Har bedeutet Berg and Megiddo Megiddo is a place now und ist ein Platz der so it is a mount of Megiddo. Es ist der Berg von Megiddo. But when you go to Megiddo, und wenn man zu Megiddo geht, you will not see a remarkable mountain there. Wird man dort aber keinen wirklichen Berg finden. It is a valley. Es ist ein Tal. A valley where many wars were fought. Wo in der Vergangenheit viele Kriege haben stattgefunden. Jehoshaphat fought there. Jehoshaphat hat dort gekämpft. Barak hat dort Josiah. Especially the Pharaoh Necho. Pharaoh Necho killed King Josiah in the valley of Megiddo. Okay. Also Pharaoh Necho hat dort getötet the King Josiah hat den König Josiah dort in the valley of Megiddo in dem Tal von Megiddo according to 2 Chronicles 35 verse 22 gemäß den 2. Chroniken 34 32 Josiah was killed in the valley of Megiddo also Josia wurde dort getötet in dem Tal von Megiddo. But this word, if you go to Hebrew, it tells it is a mount of Megiddo. Har Megiddo means mount of Megiddo. Und wenn man jetzt ins Hebräische geht, sieht man aber, dass dort Berg von Megiddo steht. Megiddo, that valley Megiddo, it is northern of Israel. Northern of Israel. Northern.
Also Northern, okay. Also sorry. Also man, wenn man guckt, wo das liegt, ist es im Norden von Israel. There is a valley there. Und da ist ein Tal. Sometimes it is called a valley of Jezreel. Und es wird auch Tal von Jezreel genannt. You remember Ahab was killed in Jezreel, I mean near Jezreel in und that valley. Ahab wurde in diesem Tal von Jezreel getötet. And Jezebel. Und Isabel. It is a valley. It was a valley. Es war ein Tal. So here now theologians confuse what does Armageddon means. Und die Theologen sind ein bisschen konfus darüber, also sind unsicher darüber, was das bedeutet. Zechariah chapter 12 verse 11. Zacharias Kapitel 12 Vers 11. So you go to Zechariah chapter 12. Zacharias 12 and verse 11. If you get one, you read. 12 11. The Bible says, Malachi, Zechariah. I know. Yeah. Two. That is Zechariah. Yeah. Chapter 12, verse 11. It says, in that day, in diesen Tagen, shall there be a great mourning in Jerusalem. Wird eine große Klage sein in Jerusalem. It's the mourning of Hadad-Rimon. Die da war bei Hadad-Rimon. In the valley of Megiddo. Im Felde Megiddo. So now, you expected that her Megiddo should be a valley of Megiddo. Also erwartet man, dass dieses Armageddon eigentlich im Felde von Megiddo sein wird. But here it says Megiddo, there is a valley. Aber hier wird aber gesagt, dass Megiddo eigentlich ein Tal ist und kein Berg. The only mountain far in that valley is Mount Carmel. Und der einzige Berg weit und breit ist der Berg Carmel. And you remember, was there any war fought in Mount Carmel? Erinnert ihr euch daran, dass dort ein Krieg statt oder ein eine Auseinandersetzung stattgefunden hat auf dem Berg Carmel? Now can all people be assembled together in that small mountain of Carmel? Wurden viele Menschen versammelt auf diesem Berg Carmel? I know in that mountain is where people decided whether God or whether they go to Satan. Genau. Also dort mussten die Menschen sich entscheiden, ob die auf Gottes Seite oder auf Satans Seite sind. So there's much more than knowing Armageddon in Hebrew. Knowing in the Hebrew meaning you should not end there. Also es hört nicht auf damit, dass man allein weiß, was es im Hebräischen bedeutet. You should take a spiritual meaning of Armageddon. Also man muss diesen spirituellen Sinn verstehen von Armageddon. So that you may be safe. Damit ihr sicher seid. From the book of Isaiah. In dem Buch Jesaja. Isaiah 13. Jesaja 13. The Bible says. Sagt die Bibel. Isaiah 13, you can start from verse 4. Man kann Jesaja 13 mit Vers 4 beginnen. The Bible says, die Bibel sagt, the noise of a multitude in the mountains. Es ist ein Geschrei einer Menge auf den Bergen. Like as a great people. Wie eines großen Volkes. A tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together. Als ein Getümmel der versammelten Königreiche der Heiden. The Lord of hosts masters the hosts of the battle. Der Herr Zebaoth rüstet ein Heer zum Streit. Here now I can relate Armageddon, Mount of Megiddo with the Lord gathering nations, people in a mountain for a battle. Also man sieht hier auf dem Berge, dass Gott Menschen versammelt zu einem Kampfe. So here it tells us, if you read the whole chapter of Isaiah 13, it talks of the fall of Babylon. Wenn man das ganze Kapitel Jesaja 13 liest, wird dort von dem Fall Babylons geredet. And the book of Revelation 16 is talking about God pouring vials of indignation, vials of wrath
to Babylon. Also wenn man Offenbarung 16 dagegen stellt, sieht man, dass Gott the seven plagues, dass Gott die sieben Plagen ausschüttet. And the sixth plague, the und die sechste Plage is opening a way, eröffnet einen Weg for Babylon to be destroyed and utterly put asunder. Und öffnet einen Weg, damit Babylon komplett zerstört werden kann. And if you read Isaiah 13, und wenn man Jesaja 13 liest, and Jeremiah chapter 50, und Jeremia Kapitel 15, it is about the fall of Babylon. Geht es um den Fall Babylon. And you may see some symbols of Revelation 16 and these books, like they go together. Und man sieht viele Symbole, die zusammen mit Offenbarung 16 Hand in Hand gehen. Here it talks of God putting assembling kingdoms on a mountain for battle. Okay, hier sieht man, dass Gott eine große Menge von Volk zusammenholt auf einem Berge. Verse 9 says. Vers 9 sagt. Isaiah 13:9. The Bible says. Die Bibel sagt in Behold, the day of the Lord comes. Denn siehe, der Tag des Herrn kommt. Cruel both with wrath and fierce anger. Grausam, zornig, grimmig. To lay the land desolate. Um das Land zu zerstören. And he shall destroy the sinners thereof out of it. Und die Sünder daraus zu vertilgen. So now it tells us the center of this war. Also hier wird genau der Mittelpunkt des Streites, des Kampfes beschrieben. It is to destroy sinners. Und es geht darum, die Sünder zu vertilgen. Now we go to now we have at least we have knowledge of what is going on. Also haben wir so einen groben Überblick über das, was passieren wird. So the book of Revelation chapter 16 tells us. In dem Buch Offenbarung Kapitel 16 wird erzählt. Starting from verse 12. Mit Vers 12 beginnen wir. The preparation for this war. Da sieht man die Vorbereitung für diesen Kampf. When shall it be fought? When shall it be fought? The battle. Okay. Achso, wann die Schlacht geführt wird? When shall it be fought? Okay, wann es soweit ist? Where shall it be fought? Wo stattfinden? Because if we say Megiddo is not enough for the whole nations to come together there. Weil eigentlich Megiddo ja gar nicht genug ist, um alle Menschen dort versammeln zu können. And we have seen it is a spiritual because sinners are going to be destroyed. Und wir sehen auch einen spirituellen Aspekt, weil die Sünder ja zerstört werden sollen. So when you read Revelation 16, chapter 12, the Bible says, and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. Und wenn man Kapitel 16, Vers 12 liest man, und der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat. And the water thereof was dried up. Und das Wasser vertrocknete. That the way of the kings of the east might be prepared. Auf das bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. So, who are these kings of the east? Wer sind die Könige des Ostens? Why should they be prepared a way? Warum wird ihnen ein Weg bereitet? Because down there you will see now 13 and 14 the battle now. I mean, something is preparing the battle. Okay, man sieht in 13 und 14, dass etwas den Kampf vorbereitet. And here, Euphrates, when you talk of Euphrates, you are talking of Iraq. Wenn man über den Euphrat redet, redet man über einen Fluss, über Wasser. You are talking of Babylon. Man redet über Babylon. The former Babylon. Der frühere Babylon. There, Euphrates. Und da ist der Euphrat. So that's why we talk of, that's why I relate Isaiah 13 and Jeremiah 50, because here it is paving a way for the destruction of Babylon, the spiritual Babylon. Wenn man jetzt die Kapitel von Jesaja 13 und Jeremia 15 hinzuzieht, kann man sehen, dass es darum geht, das spirituelle Babylon zu zerstören. So who do you remember that is a king who did destroy
The natural or the Babylon, not the spiritual, the original Babylon. Also wisst ihr noch, welcher originale König das originale Babylon zerstört hatte? Who was that king? Wer war dieser König? From the book of Isaiah 45. Wenn man Jesaja 54 nimmt. 45. Isaiah 45, the Bible says. In Jesaja 45. If you have that one, you can read. Sagt die Bibel. Ja. Ja, read. Vers 1. Also steht in Vers 1, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, dem Kurosch, den ich bei seiner rechten Hand ergreife, dass ich die Heiden vor ihm unterwerfe und den Königen das Schwert abgürte, auf das vor ihm die Türen geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben. So here the Bible is talking about King Cyrus. Und hier wird vom König Kurosch gesprochen. A king coming from the east. Ein König, der vom Osten gekommen ist. Cyrus. Kurosch. Cyrus is a king from the east. Er ist ein König des Osten. When you read Isaiah 44 verse 27. Wenn man Jesaja 45, Vers 27, 44:27 liest, the Bible says, that says to the deep. Da steht, der ich spreche zu der Tiefe. Be dry. Versiege. And I will dry up your rivers. Und zu den Strömen vertrockne. That says of Cyrus, he is my shepherd. And shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to be and to the temple, thy foundation shall be laid. Der ich spreche zu Kurosch, der ist mein Hirte, und soll all meinen Willen von Enden, dass man sage zu Jerusalem, sei gebaut, und zum Tempel sei gegründet. If you read Isaiah 41 verse 2. Wenn man Jesaja 41 Vers 2 liest. The Bible says, who raised up the righteous man from the east? Wer hat den Gerechten vom Aufgang erweckt? Called him to his foot. Wer rief ihm, dass er ging? And gave the nations before him. Wer gab die Heiden ihm? And made him ruler over kings. Und machte ihn zum Herrscher über Könige. So, the Bible talks of preparing a way. Die Bibel redet darüber, dass ein Weg bereitet by wird. By drying Euphrates River. Und indem man den Euphrat austrocknet. For the kings of the east to come. Damit die Könige des Ostens kommen können. Here it was basically talking about Cyrus. Hier wurde im Prinzip über Kurosch geredet. Who came to overthrow Babylon? Der Babylon besiegt hat. You know what happened? Wisst ihr, was passiert ist? When Cyrus was coming with his military. Als Kurosch mit seinem Heer gekommen ist. What happened is they had to dry first because Babylon was there was no way anybody could conquer Babylon. Also es war so, dass zur damaligen Zeit keiner Babylon einnehmen konnte. Was sie aber gemacht haben, sie haben den Fluss ausgetrocknet. Like now people say, no way people can conquer the spiritual Babylon. Und auch heute sagen noch Menschen, keiner kann das spirituelle Babylon besiegen. People say, how can you conquer these nations now? They have been rich and powerful and everything. How you can, there is no way you can conquer them. Und auch heute sagen die Menschen, wie wollt ihr das denn schaffen, diese Menschen, also dieses spirituelle Babylon zu besiegen? Es hat Geld, es sind viele Leute dort, es ist mächtig. But what happens when Cyrus came, they diverted the river Euphrates. Die haben, also was damals was passiert ist, als Kurosch gekommen ist, die haben den Fluss umgeleitet. They diverted it so that it goes. It was passing between the walls. Also es war vorher so, dass es um die Walle herum geflossen war. So they diverted it so that it goes away from the wall. Ja. Und jetzt ist es so gewesen, dass sie den Fluss umgeleitet haben, so dass es nicht mehr am Wall vorbeigeflossen ist. And so they entered and we are passing now between walls. There is a wall here and a wall. Ja. Und es ist so, dass sie dadurch halt zwischen die Zwischenwelle geraten konnten oder eindringen konnten. So they passed through between the walls until they did not know where they were going. Und sie sind in diese Welle eingedrungen, ohne eigentlich zu wissen, wo es hingeht. Because all the people were told that if you go to fetch water, you should fetch water quickly and close the door.
Fetch? Fetch water. Fetching water. Ach so, also ausschöpfen. Also sie meinten, also wenn ihr dieses Wasser ausschöpft, what will be happening? You fetch water, if you fetch water in the river, because the river was passing between the walls. Okay. Und ja, go further. You fetch water and you close the door. Er sagt, ihr müsst das Wasser halt ausschöpfen und direkt die Türen schließen. Now, these soldiers were passing between this wall to the city and the wall outside. They passed here until they reached a door which was open. Okay, sie gingen halt zwischen den beiden Wällen hindurch, bis sie endlich eine Tür gefunden haben, die geöffnet war. Because one woman went and fetched the water and left the door open. Und es war halt so, dass irgendeine Frau Wasser hat versucht zu schöpfen und dabei die Tür aufgelassen and hat. And Cyrus and his people now, they were going, not knowing where they were going, they found an open door, they entered the city. Okay. Und obwohl Kurosh und die gar nicht wussten, wohin es geht, haben sie halt eine offene Tür gefunden, sind einfach eingedrungen. And they find people drinking and eating and drinking, they killed them all. Okay, und sie haben halt Menschen gefunden, die waren am Trinken und die waren am Essen und haben sie halt überwältigt. You remember the story of Mene Mene Peresen Tekel? Ja. Kennt ihr die Geschichte mit Mene Mene Tekel Upharsin? So that's why here, verse Isaiah 45, it says, and the gates shall not be shut. Und in Jesaja 45 können wir halt lesen, dass die Tore nicht geschlossen waren, dass sie geöffnet waren. Yeah, there at the end it says, and the gates shall not be shut. Und die Tore sind nicht verschlossen. And that woman forgot to shut the door. Und the gate. Und es gab halt eine Frau, die diese Tore hat vergessen zu schließen. And so they entered. Und so sind sie eingedrungen. They killed the people. Und sie haben die Menschen getötet. And Babylon was conquered. Und Babylon war überwältigt. So there is another spiritual meaning for that. Und es gibt noch eine spirituelle Bedeutung. Kings from the east, they symbolize Christ. Und die Könige des Ostens symbolisieren Christus. And his people. Und sein Gefolge. You remember that even the star when Jesus was born, that star was coming from the east. Und ihr wisst, dass als Jesus geboren wurde, der Stern vom Osten hergekommen ist. You remember in Matthew chapter 2 verse 9, I think. Ihr glaubt, in Matthäus 2 Vers 9 steht das. They saw a star from the east, they followed it until it sent them where Jesus was. Und im Osten wurde ein Stern gesehen und die Menschen sind ihm gefolgt, bis sie bei Jesus gewesen sind. So preparing the way for the kings from the east, it means you prepare a way for righteous people, me and you and our king Jesus Christ. Also einen Weg bereiten bedeutet den Weg bereiten für gerechte Menschen wie du, ich und Jesus Christus. So let us read here, let us come back here before we finish. It says that and the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates. Und wir lesen wieder in Offenbarung 16 Vers 12 und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat. And the water thereof was dried up. Und das Wasser vertrocknete. And that and the way of the kings of the earth, or the kings of the east, might be prepared. Auf das bereitet würde der Weg den Königen vom Aufgang der Sonne. Those kings from the east are the Messiah. If you read the Isaiah 45, it would say, "My Messiah." Also wenn man da guckt, was das bedeutet, also die Könige des Ostens ist der Messias, ist ein Symbol für Messias. The anointed. Oder der Gesalbte. It is me and you. Es sind du und ich. Now the devil will be enraged. Der Teufel wird darüber in Rage geraten. And all of his allies. Und seine ganzen Engel drumherum, seine Verbündeten. And they will say, you see? Und die werden sagen, du siehst? These are his people. This? These are his people. Und das sind seine Menschen, seine Folge. We should make sure that we wipe them all. Und wir müssen sicher gehen, dass alle getötet werden, ausgerottet werden. Wir müssen alle töten. Verse 13 says. In Vers 13 sagt man. Then I saw three unclean spirits. Und ich sah aus dem Munde drei unreine Geister. Like frogs come out of the mouth of the dragon. Aus dem Munde des Drachen gleich Fröschen herausgehen. And out of the mouth of the beast. Und aus dem Munde des Tieres. And out of the mouth of the false prophets. Und aus dem Munde des falschen Propheten. So when the way will be prepared. Und wenn der Weg bereitet wird. Here we see three spirits. Und sehen wir hier drei Geister. Evil spirits. Schlechte Geister. Like frogs.
die wie Frösche sind. Have you ever heard or seen frogs? Hat jemand von euch schon mal Frösche gesehen? Are there frogs in Deutschland? Yes. Yeah? Yeah. Because everywhere is tarmac. There are frogs here. Sind hier Frösche? Gibt es? Yeah? Okay, I'll give you a story because maybe. Ihr kriegt jetzt noch eine Geschichte. You have not heard about the frogs. Vielleicht habt ihr noch nicht die Geschichte der Frösche gehört. There were two frogs. Es gibt zwei Frösche. One frog was called Juma. Es gab einen Frosch, der hieß Juma. And the other frog was called Sarum. Und der andere Frosch hieß Sarum. So these frogs were living where there is rice cultivation, cultivation of rice. I mean. Also, die lebten dort, wo der Reis ausgeschlagen wurde. Where there is a lot of water. Wo es ganz viele Wasser gibt. So this Juma was in the other side of the farm, and Sarumu was in the other side of the farm. Also der eine Frosch war auf der einen Seite, der andere Frosch auf der anderen Seite der Farm. So this Juma and Sarumu were good at singing. Und dieser Juma und Saruma, die konnten beide halt sehr gut singen. They are singing yo 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 yo. Genau das haben die dann gesungen. So when Juma says yo and Sarum say Sarum says yo. Und wenn der eine dieses yo singt, singt der andere auch ein yo. So if somebody approaches. Und wenn jemand sich genähert hat. The farmer approaches. Und wenn der Farmer gekommen ist, der Bauer. Juma would ask Sarum. Und dann fragte Juma den Saruma. And Juma would ask Sarum. Would ask. Ask. Okay, ja, habe ich gesagt. Er würde ihn fragen. Sarumu. Sarum. Say yes. Ja. Did you hear that farmer who is coming? Hast du den Farmer gehört, der da kommt? Then Sarum said yes. Und er sagte Saruma ja. Yeah. Did he jump on you? Ist er auf dich gesprungen? Did he touch you? Hat er dich berührt? Then Sarum say no. Und er sagt Saruma nein. Suppose he touched you, what could you do to him? Aber in dem Falle, dass er dich berühren würde, was könntest du machen? And then Sarum says, how could you fight him? Dann sagt Saruma, ich könnte gegen ihn kämpfen. How could you fight him? Aber wie kannst du gegen ihn kämpfen? So noise of the frogs. If the farmer comes, then they say, huh, stop. Und wenn der Farmer kommt, dann stoppen sie halt. Sarum. Sarum. Did you hear that? Hast du das gehört? Did he hurt you? Hat er dich gehört? No. Nein. Suppose he hurt you, what could you do? Aber wenn er dich gehört hätte, was hättest du machen? How could you fight him? Those are the noises of the frogs. Und ich könnte ihn halt durch diese Geräusche bekämpfen. Das sind halt die Geräusche der Frösche. If you want to know the noises and the evil spirits of the frogs, go to the farm, to the rice farm cultivation. Und wenn du etwas über die unreinen Geister der Frösche erfahren willst, geh zu dieser Reisfarm. It is es ist dieses Geräusch. And some people have started making noise like frogs. Und es gibt Menschen, die angefangen haben, Geräusche zu machen wie diese Frösche. Some people say this is speaking in tongues. Das ist zum Beispiel in Zungen reden. Yeah. Ja. Ja, sie reden halt in diesen Geräuschen. And then somebody there in front say, "Hey, everybody." Und irgendjemand vorne sagt, "Ja, seid still." Und noises of frogs. Und das sind die Geräusche der Frösche. Spirits like frogs. Und das sind Geister wie Frösche. They have started gathering people for that battle. Und sie haben Menschen versammelt für diesen Kampf. In every country. In jedem Land. Like winds. Wie Winde. It is powerful like a wind. Es ist kräftig wie ein Wind. It goes far to Deutschland. Es geht sogar so weit bis Deutschland. Even in Deutschland. Sogar in Deutschland. Those spirits. Sind diese Geister? Have come. Sind diese Geister schon angekommen? Gathering people together for that battle. Um diese Menschen für diesen Kampf zu versammeln. So Revelation 16 verse 13 says, and I saw three unclean spirits like frogs.
Und in Offenbarung 16, Vers 13 steht, ich sah halt drei Unreine Reiste wie Fröschen gleich. They come out of the dragon. Sie kamen aus dem Drachen heraus. Who is the dragon? Wer ist der Drache? The devil. Der Satan. Revelation 12, verse 9, you read. In Offenbarung 12, Vers 9 kann man das nachlesen. The Bible says, and that dragon was thrown out. Man sagt, thrown down. Und dass der Drache herausgeworden. The devil. Das ist der Satan. So, and another coming from the beast. Aber andere kamen auch aus dem Tier. You know who is the beast? Wer ist das Tier? The beast which is coming from the sea. Und das ist das Tier aus dem Wasser. That society which has gathered to break the Sabbath. Und das ist diese Nation, die den Sabbat brechen wird, die zusammengekommen ist, um den Sabbat zu brechen. And put Sunday in the place of the Sabbath. Und die den Sonntag anstelle des Sabbats gesetzt haben. I know that you are aware of what the beast mean. Und ich weiß, dass euch klar ist, wer dieses Tier ist. The papacy. Das Papsttum. And here it says also from the mouth of false prophets. Und auch aus dem Munde der falschen Propheten. False prophets, it is all foreign Protestants. Und der falsche Prophet ist das gefallene der gefallene Protestantismus. You see, now we have foreign Protestants. Jetzt haben wir auch einen gefallenen Protestantismus. Or false Protestants. Oder falsche Protestanten. Now Protestants are no longer protesting. Weil also da Protestanten nicht länger protestieren. There is no longer protection from Protestants. Once again, please. Protestants are no longer protesting. Also Protestanten protestieren nicht mehr. That's why you see there is something called ecumenism. Weil man sieht auch etwas, was Ökumenisierung ist. Which is joining, which is taking her hands towards papacy. Ja, was das Papsttum umarmt oder die Hand reicht. They now shake hands. Die schütteln sich die Hände nun. Everywhere. Überall. The papacy is shaking hands. Ist das Papsttum die Hände am Schütteln? To the Muslim land shaking hands. Auch in den muslimischen Nationen. Now the whole world is coming together. Und die ganze Welt kommt zusammen. They are preparing for a battle. Sie versammeln sich zu einem Kampf. The battle is soon to be fought. Und bald wird dieser Kampf gekämpft werden. It is the battle of Armageddon. Und es ist der Kampf Armageddon. And the spirit which is joining people together. Und der Geist, der die Menschen versammelt. The Bible says it is the spirits of devils. Und die Bibel sagt, das sind die Geister der Teufel. If you have no Holy Spirit in you. Wenn du keinen Heiligen Geist in dir hast, you will not resist. Kannst du nicht widerstehen. You will never resist. Wirst du niemals da widerstehen können. Because it has power, evil power. Und weil es nämlich dunkle, also okkulte Mächte sind. Only the power of the Holy Spirit can defeat. Nur die Kraft des Heiligen Geistes kann dagegen angehen. It is promising riches and peace. Es verspricht Friede und and peace. Riches, Reichtum and peace. Und Friede. Reichtum und Friede. Say, let us come together. Und sie sagen halt, kommt, lasst uns zusammenkommen. Let us end wars. Lass uns umarmen. But let us create a peaceful world. Lass uns eine friedvolle Welt schaffen. And Sunday, a day of worship. Aber auch sonntags, ein Tag der Anbetung. Everywhere. Überall. Everywhere. Überall. That is a song. Das ist ein Song. This is a song which people are singing. Das ist ein Slogan, ein Song. That's the secret song which kings are singing. Das ist der geheimnisvolle oder der Song, also das Lied, was im Geheimen von den Königen gesungen wird. Now remember that this is the sixth plague. Das ist die sechste Plage. Erinnert euch dran? So these spirits, diese Geister, they will go to people. Sie werden zu den Menschen ausfahren. And tell them. Und das denen erzählen. Don't be worried. Macht euch keine Sorgen. God has beaten you. Gott hat euch gebeten. God has beaten you with a bad sour. Sour. Ja. Ja. Arge. Böse. Or sour, like a boil. Boil. Geschwüre. Ah, danke.
God has beaten you with a bad sour, bad sore. Okay, Gott hat euch mit schweren Geschwüren geplagt. And God has brought darkness in you. Und Gott hat Dunkelheit in euch gebracht. Has dried water. Und hat Wasser ausgetrocknet. Turned the water into red, into blood. Er hat normales Wasser in Blut verwandelt. Don't worry. Macht euch keine Sorgen. We can work miracles. Wir können Wunder bewirken. So these spirits will work miracles. Also diese Geister werden Wunder bewirken können. But this time they will not make it. Aber zu dieser Zeit werden sie es nicht machen können. You remember when the Israelites were coming out of Egypt? Erinnert euch dran, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind. You remember the 10 plagues? Erinnert euch an die 10 Plagen. Those people were able to imitate some of the plagues. Erinnert euch dran, dass es dort Menschen gegeben hat, die diese Plagen But imitiert konnten. This one they would never imitate. Aber dieses hier, das können die nicht imitieren. Because every king shall have a soul. Weil jeder König auch wirklich eine von diesen Geschwüren kriegen wird. And everybody shall have a problem in his body. Und jeder wird auf seinem Körper ein Problem haben. But they say, don't worry, let us come to this stadium. Und sie sagen, macht euch keine Sorgen, lasst uns zusammenkommen. Maybe they go to these playgrounds. Football playgrounds. Ja, vielleicht gingen sie auch in diese Fußballstadien. Which are everywhere in every country. Die es überall in jedem Land gibt. And it shall be saying it is a day of prayer. Und die sagen, es ist ein Tag des Gebets. A day of miracles. Ein Tag der Wunder. If you want your miracle, wenn du ein Wunder haben möchtest, come, let us pray. Komm, lass uns beten. But that is to say they are putting themselves in a situation that the cup of the wrath of God will be full. Aber sie bringen sich in eine Situation, dass das Glas des Zornes Gottes überlaufen wird. So that God may punish them all. Und Gott wird sie dafür bestrafen. Remember, they will have insulted God twice. Insulted? Ach so, sie haben Gott zweimal beleidigt. Like blaspheming. Gleich wie Blasphemie. If you read verse 9, they blasphemed the name of God. Wenn man Offenbarung 16, Vers 9 liest, haben sie den Namen des Herrn gelästert. That was the first blasphemy. Das ist die erste Blasphemie. And verse 11, they blasphemed God. Und in 11 haben sie Gott direkt gelästert. But now there will be a third blasphemy. Aber es wird auch eine dritte Blasphemie geben. It is written in verse 21. Und das steht in Vers 21. They blasphemed God thrice. Und das heißt, sie lästerten Gott über Gott dreimal. Because of those plagues. Wegen dieser Plagen. So now there will be two groups. Also es wird zwei Gruppen geben. Those to the devil. Die zum Teufel gehören. And those to God. Und diese zu Gott. This world will be divided only into two groups. Also diese Welt wird nur in zwei Lagern aufgeteilt. There is no middle ground. Es gibt keinen Mittelweg. Those who keep the Sabbath, the seventh day Sabbath. Die einen, die den siebten Tag Sabbat halten. And believe in Jesus. Und in Jesus glauben. And those who keep Sunday. Und die anderen, die den Sonntag halten. And believe in the beast. Und die an das Tier glauben. And receive his mark, the mark of the beast. Und die auch das Malzeichen des Tieres annehmen. And these are the ones who shall receive the plagues. Und diese werden auch die Plagen abbekommen. Because if you read Revelation 16, chapter 2, it talks of people who receive the mark of the beast. Und wenn man weiterliest in dem Kapitel, kann man halt sehen, dass es dort Menschen gibt, die das Malzeichen des Tieres in Offenbarung 16, Vers 2 kriegen. And they worship the image of the beast. Und die auch das Malzeichen des Tieres, also die auch sein Bild angebetet haben. So, I mean, time would not allow to go into every symbol, every one symbol. Also geht jetzt nicht in alles einzelne Symbol hinein. But you can see here, verse 14. Aber man kann halt in Vers 14 sehen. 16:14, it says that for they are the spirit of devil working miracles. Und dass die Geister der Teufel Wunder tun. They will call people. We shall do miracles for you. Und sie werden die Leute holen und sagen, ach kommt, wir werden Wunder für euch tun. We shall pray, water will be clean. Wir werden beten und das Wasser wird rein werden. And everybody will follow them. Und alle werden ihnen folgen. Every side will be determined.
Und jede Seite wird festbestimmt sein. Of course, already the people of God will have a mark. Aber die Menschen Gottes haben bereits ihr Siegel erhalten. But now here people define themselves which side they are. Aber hier merken die Menschen erst, auf welcher Seite sie sich befinden. Which go forth into the kings of the earth and of the whole world. Die gehen halt aus zu den Königen auf Erden und zu den ganzen Kreis der Welt. So it is the whole world. Die ganze Welt, hier geht es um die ganze All Welt. All kings of the earth. Und alle Könige der Welt. It is not there. It is not there at the valley of Megiddo only. Also es ist nicht nur dieses Tal von Megiddo, wo Tanzania will be involved. Auch Tanzania wird hier mit einbeschlossen sein. Kenya will be involved. Auch Kenia wird da auch mit einbeschlossen sein. And this beautiful land I'm standing will be involved. Und auch dieser wunderschöne Ort, an dem ich jetzt stehe, wird The Israelites and Americans will be involved. Auch die Israeliten und Amerikaner werden damit einbezogen. The Turkish and the whatever those people will be involved. The Iraqi. Auch die Türken und ganz viele anderen werden einbezogen. People will be divided into two groups. Und die ganze Welt wird in zwei Lagern aufgeteilt sein. So that together them to the battle of that great day of God Almighty. Und sie werden versammelt auf den Streit auf jenen großen Tage Gottes des Allmächtigen. So this, it is called a place called Armageddon. Also wir haben gelesen, dass es einen Platz gibt, der Armageddon heißt. Where? Wo? The battle of the Lord Almighty will be fought. Wo der Kampf des Allmächtigen geführt wird. The Bible here in the sixth vial does not tell us that they fought. Also diese, hier steht halt nicht, dass in der sechsten Plage gekämpft wird. Sixth vial tells us that they gathered. Und hier wird halt in der sechsten Plage geschrieben, dass sie halt zusammengekommen sind. It means sixth vial is dividing people and telling, putting people into situation. If you will be beaten by God, it is you deserved the beating. Okay, also wir sehen halt, dass es zwei Lager gegeben hat und wenn du halt von Gott bestraft wirst, dann wird es einen Grund dafür gegeben haben. So people will be, people will decide which side they are. Not here, but here it will tell which side they are. Also nicht hier wird das beschlossen, aber hier kann man halt erkennen, auf welcher Seite sie stehen. And the battle of that great day of God Almighty, it is the final battle. Und dieser Streit auf jeden großen Tage Gottes des Allmächtigen, das ist der finale Kampf. Which we see in Revelation 19. Wo wir jetzt in Offenbarung 19 sehen. Verse 11. Vers 11. That and I saw heaven opened and behold a white horse. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. And he that sat upon him was called faithful and true. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. And in righteousness he doth judge and make war. Und richtet und streitet mit Gerechtigkeit. So this side will be Jesus. Auf der einen Seite wird Jesus sein. Coming from the east. Jesus, der vom Osten herkommt. On a white horse. Auf einem weißen Pferde. His people already sealed. Und er hat seine Menschen schon versiegelt. They were sealed. Sein Volk hat schon ein Siegel. But on the other side there will be devil and all the kings of the earth who refused Jesus. Und auf der anderen Seite wird Satan mit den Königen und Menschen stehen, die Jesus abgelehnt haben. So if you read here verse 16. Und wenn man hier Vers 16 liest. And he has on his venture and on his thigh a name written Kings of Kings, King of Kings and Lord of Lords. Und hat einen Namen geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte also ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. And here you can read 17, verse 17 and 18, it tells that the kings and the captains and all mighty men were killed. Und wenn man jetzt Vers 17 und 18 liest, kann man erkennen, dass die Könige und Hauptleute alle getötet werden. So you see here, the sixth vial is telling us about people prepared. Also wenn man über die sechste Plage spricht, sieht man, dass Leute vorbereitet sind. People brought together. Menschen werden versammelt. For that battle. Für diesen Kampf.
And verse 16:16 tells that place it is called Armageddon. Und Vers 16:16 sagt, dass dieser Platz Armageddon ist. Which we have said it is all over the world. Und es steht halt geschrieben, dass dort wirklich das auf der ganzen Welt stattfinden wird. And now the preparation is going on. Und jetzt ist es so, dass die Vorbereitung getroffen wird. Through Internet. Im Internet. YouTube. WhatsApp, everything, Facebook, WhatsApp, whatever. Facebook, alle sozialen Netzwerke. People are being put together. Menschen werden zusammengebracht. Brainwashed. Gebrainwashed. So that they don't think about the second coming. Und dass sie gar nicht erst an das zweite Kommen denken mögen. And they ask like Pharaoh. Und dass sie fragen wie Pharao. Who is Jesus? Ach, wer ist denn Jesus? Who is God? Wer ist denn Gott? This is the question. This is the answer of people in developed countries. Das ist die Frage in vor allem industriellen Ländern, also Menschen in industriellen Ländern. The devil has fought this battle until he has reached a point saying that, I mean, he has captured the majority of people. Und der Satan hat viele Menschen gefangen genommen, eine große Anzahl von Menschen, also die Hauptüberzahl. The question, who is God? What should we, why should we worship? Also, sie fragen auch, wer ist überhaupt Gott und warum sollten wir ihn anbeten? We are developed. What is the problem? Wir sind doch so weit fortgeschritten. Jesus is coming for what? Warum kommt Jesus? So, dear friends, we should decide which side we lie, we stay. Ja, und Menschen, also liebe Freunde, wir sollten entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. So, Ellen G. White is commenting on this book. Und Ellen White kommentiert dieses Buch. From the book of Review and Herald. Also in dem Artikel des Review and Herald. May 7, 1901. Vom 7. Mai 1901. She's saying two opposing powers. Schreibt sie, es gibt zwei sich gegenüberstehende Mächte. Two great opposing powers are revealed in the last great battle. Und sagt, dass diese großen, sich bekämpfenden Kräfte sich gegenüberstehen in dem letzten großen Kampf. On one side stands the creator of heaven and earth. Auf der einen Seite steht der Schöpfer von Himmel und Erde. All on his side bear his signet. Und signet, what does it mean? They have his seal. They have his okay. Sign. Und an seiner Seite stehen die Versiegelten. They are obedient to his commands. Diese Versiegelten, die sind halt, die haben seinem Geboten gehorcht. They keep the Sabbath. Und sie haben den Sabbat gehalten. And they are not ready to fumble around the Sabbath. Und sie sind nicht bereit, den Sabbat sie sind nicht bereit, da irgendwelche Kompromisse einzugehen. But on the other side stands the Prince of Darkness. Aber auf der anderen Seite steht der Prinz der Finsternis. With those who have chosen apostasy and rebellion. Und mit denen, die sich dazu entschlossen haben, Rebellion zu machen und sich davon zu entfernen. So, there are many books here from the manuscript of 1899, Angela says, the battle of Armageddon is soon to be fought. Also in dem Buch MS schreibt halt Ellen White, dass der Kampf von Armageddon bald gekämpft wird. And so, he say, he on whose venture is written, the name King of Kings and Lord of Lords leads forth the armies of heaven on white horses. Der, auf dessen Kleid geschrieben ist, König der Könige und Herr der Heerscharen. Dieser wird die himmlischen Heerscharen anführen auf seinem weißen Kleid. Clothed in fine linen and clean and white. Der ist gekleidet in feinen Leinen, sauber und weiß. So you see, it is the final battle. Das ist der finale Kampf. It is not in Turkey. Es ist nicht in der Türkei. It's not there in Israel. Es ist nicht dort in Israel. Neither in America. Weder in Amerika. It will not be fought only in Deutschland. Und es wird nicht nur alleine in Deutschland gekämpft. It is a spiritual battle. Es ist ein spiritueller Kampf. Either sin to overcome, I mean sin to fight and overcome. Sünde sollte überwunden und
I mean, sinful men, okay, to fight against God and, okay, overcome. I understand now. Okay, also die Sünder sollten bekämpft und besiegt werden. Or righteousness and Jesus and his people to fight and overcome. Oder auf der anderen Seite, Jesus mit seinen Gerechten müssen besiegt werden. Ellen G. White is saying here that Satan will not leave people go to heaven peacefully. Und Satan lässt halt nicht zu, dass Menschen friedlich in den Himmel kommen. There will be a final struggle. Da wird es einen letzten Kampf geben. He will say no. Er wird sagen nein. They cannot go freely like this. Sie können nicht einfach so einfach. He will struggle to let people, if possible, to take them and stay with them. Also er wird alles dran tun, alles in seiner Macht stehen, um diese Menschen festzuhalten und bei sich zu behalten. And Jesus is coming as a king. Und Jesus wird als ein König kommen. His presence is fire. Und seine Präsenz, also in seinem Angesicht wird Feuer sein. And he has spoken good things for his people. Und er wird gute Sachen für seine Menschen, also für sein Volk sagen. He has a store of weapons. What does it mean? A store of weapons. A store? Store? You don't store. A store. Nein. Ach so. Also er hat ein Lager von Waffen. He will fight. Jesus will fight. Und Jesus wird kämpfen. If you read in the seventh plague, you see that there will be earthquake. Und wir werden halt sehen, dass in der siebten Plage Erdbeben sind. That will shake all nations. Und das wird alle Nationen erschüttern. Every beautiful city will fall down. Und jede schöne Stadt wird zusammenbrechen. And there will be snow. Snow. Und da wird Schnee sein? Ja, Schnee. 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 There will be snow. Und da wird Schnee sein. Hagel. Also bei uns steht, there's not writing snow. They write Hagel. Hagel. Hey. No. I'm talking of snow. Oh, Schnee. God has a store of snow. Und er hat ein Stein von Schnee. A store of snow. Ein Lager von Schnee. No. Translate what I'm saying. God has a store of snow. Und Gott hat ein Lager von Schnee. Prepared for that day. Für diesen Tag vorbereitet. Yes, on the seventh plague you talk of lager, but I'm telling you, God has a store of snow. Okay, ihr habt recht. In der siebten Plage wird zwar von Hagel geredet, aber Gott hat dafür ein Lager von Schnee schon vorbereitet. Which he will release it during that battle. Und welches er ausschütten wird während dieses Kampfes. You remember when people went to Russia, those people, good fighters, went to Russia, snow defeated them. Und erinnert euch daran, als Kämpfer gekommen sind, wirklich aufrichtige Kämpfer, als sie versucht haben, in Russland einzudringen, dass da Schnee gekommen ist. That is a weapon of God. Das war eine Waffe Gottes. It is here, even in Revelation 16, it is there. Auch in Offenbarung 16 ist es da. Until you meditate, you cannot see it, but it is there. Auch wenn man darüber nachsinnt, werdet ihr das sehen. You see, there will be the fifth plague, it will be darkness. Und der fünften Plage geht es um Dunkelheit. What happens during darkness? Was geschieht in der Dunkelheit? When there is no sun. Wenn es keine Sonne gibt. When there is no sun in Deutschland, what happens? Was wird passieren, wenn in Deutschland keine Sonne ist? What happens during winter when the sun is passing very far? What happens? Was passiert, wenn die Sonne im Winter zum Beispiel kommt? It is very cold, very cold. Es wird sehr kalt werden. It is very cold to the extent that snow comes. Und wenn es sehr kalt ist, in den Äußersten wird es auch Schnee geben. So there will be a snow. Es wird einen Schnee geben. Because there will be, it will be so cold. Weil es so kalt werden wird. Because there is no sun. Weil es keine Sonne geben wird. Darkness. Dunkelheit. But people of God, there will be a light. Aber Menschen Good news Gottes, for people of God. Also es gibt eine frohe Botschaft für die Menschen Gottes. Es wird für sie Licht da sein. Now, because now somebody is looking at a book to sing. Now we finish. Now I want to finish by saying. Okay, wir beenden jetzt das Ganze mit einem letzten Satz. The battle of Armageddon is a final battle. Aber der Kampf Armageddons ist ein finaler Kampf. When Jesus is coming again. Wenn Jesus wiederkommt. But when you see it during the plagues are preparing a way. Und wir sehen halt, dass die Plagen einen Weg vorbereiten. And that place we see here is a spiritual, I mean, in spiritual meaning it involves
the whole world. Okay. Und wir sehen halt im spirituellen Sinne, dass die ganze Welt damit gemeint ist. And the preparation for that battle is starting from now. Und die Vorbereitung für diesen Kampf, die beginnen jetzt schon. You choose Jesus. Du entscheidest dich für Jesus. And for his commandments. Und gehorchst seinen Geboten. Keep his Sabbath. Und dazu gehört auch, den Sabbat zu halten. Or do you choose the devil? Oder du schließt dich dem Satan an. And for Sunday. Und du folgst halt dem Sonntag. And receive the mark of the beast. Und erhältst das Malzeichen des Tieres. Sunday or Saturday is a deciding mark. Und der Samstag oder Sonntag, das wird der entscheidende Punkt sein. Which side of the battle will you be? Und auf welcher Seite wirst du stehen? But good news now. Aber es gibt eine frohe Botschaft. Before this battle, bevor dieser Kampf ist, saints will be already sealed. Werden die Heiligen bereits versiegelt sein? Because we see here from the book of Revelation chapter 7 verse 2 that. Weil in Offenbarung 7 Vers 2 sagt. And I saw another angel. Und das steht, ich sah halt einen anderen Engel. Ascending from the earth. Der aufsteigen von der Sonne auf. Having the seal of the living God. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. And he cried. Und er schrie mit großer Stimme. With a loud voice to the four angels. Mit großer Stimme zu den vier Engeln. To whom it was given to hurt the earth and the sea. Welchen gegeben ist zu beschädigen die Erde und das Meer. Saying, hurt not the earth. Und er sprach, beschädigt die Erde nicht. Neither the sea. Noch das Meer. Nor the trees. Noch die Bäume. Till we have sealed the servant of our God in their foreheads. Wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. So even before, why sealing? Warum Versiegelung? Why should you seal people? Warum müssen Menschen versiegelt sein? First of all, to make a distinct. Um eine Bestimmung zu zeigen. That this are this side and this are this side. Um auch einen Unterschied zu machen, genau, zwischen der einen und der anderen Seite. When the Israelites were to come from out of Egypt, there was a seal. Okay. Und es gab halt auch bei den Israeliten, als sie aus Ägypten ausgekommen sind, ein Zeichen. And this seal only God and the angels can read. Aber nur Gott und seine Engel können das lesen. People cannot say this one has a seal or this one has no seal or this one has a seal. Also Menschen können nicht sagen, der ist versiegelt oder der ist versiegelt. But angels can read. Aber Engel können das lesen. But here we see that before any catastrophe. Und wir sehen hier, bevor eine Katastrophe. Before any catastrophic event in the world, which is worldwide. Okay, bevor dieses katastrophale Ende weltweit sein wird. God puts something to notify this. Don't kill this one. Don't kill this one. Mm-hmm. Don't do any harm this one. Wird Gott ein Zeichen machen, dass der oder der nicht getötet wird. And this mark, I don't know whether it will be here or whatever, but this mark is like a passport. Dieses Siegel wird wie ein Passport sein. To heaven. Wie ein Ausweis sein, um when you reach the gates of heaven, und die himmlischen Tore, angels will read that mark. Werden die Engel dieses Zeichen lesen. And open the door for you. Und die Türen des Himmels öffnen für euch. So here we see from Revelation 15, we see that before the pouring of the seventh plague, there was something which happened. Wir sehen halt hier in Offenbarung, dass bevor diese Siegel, bevor diese Plagen erschöpft sind, dass halt etwas passiert wird mit den Siegeln. Revelation 15, Vers 7. Und Offenbarung 15:7, ne? 15:7 sagt. And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who lives forever and ever. Und da steht, eines der vier Tiere gab den sieben Engeln sieben güldene Schalen voll Zornes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. And the temple was filled with smoke. Und der Tempel ward voll Rauchs. From the glory of God and from his power. Vor der Herrlichkeit Gottes und vor seiner Kraft. And no man was able to enter into the temple. Und niemand konnte in den Tempel gehen. Until the seven plagues of the seven angels were fulfilled. Bis dass die sieben Plagen der sieben Engel vollendet wurden. The question here, no man was able to enter the temple. Why do we go to the temple? Und hier ist die Frage, warum
konnte keiner den Tempel eintreten. Warum gehen wir überhaupt zum Tempel? The temple is special for removing sin. Und der Tempel war dazu gedacht, die Sünden abzuwaschen. And forever destroying sin. Und für immer die Sünden zu zerstören. Some people to be saved. Manche zum Rettung. Those who reject repentance to be destroyed. Und die, die Buße nicht getan haben oder abgelehnt haben, um zerstört zu werden. But here we see that before the pouring of the plagues. Aber wir sehen halt vor der Ausschüttung der Plagen. A smoke of glory from God came and entered the temple. Dass der Rauch von der Herrlichkeit Gottes in den Tempel hereingekommen ist. And no man was able to enter the temple. Und kein Mensch konnte den Tempel betreten. Now let me ask you, who looks like a man who is in the temple? Wer sieht aus wie ein Mensch, der im Tempel ist? Who looks like a man who is in the temple? Jesus. Wer ist in dem Tempel, der aussieht wie ein Mensch? Jesus. Jesus. Amen. Amen. If you read Philippians chapter, is it chapter 2, verse 5? Ist es Philippa 2:5? Yeah, is it Philippa? He descended, and he became like a man. Und in Philippa 2:5 können wir halt lesen, dass er herabkommt wie ein Menschen, wie ein Mensch gleich. Revelation chapter 1, you can see that they saw somebody like a man. Und auch in Offenbarung 1 sieht man, dass man jemand gesehen hat, der einem Menschen gleich wäre. So when you hear the statement, no man was able to enter that temple, it means Jesus came out of the temple. Und wenn das hier steht, dass kein Mensch in den Tempel geht, bedeutet das, dass Jesus aus dem Tempel herausgekommen ist. And when Jesus comes out of the temple, it means the sealing is over. Und wenn Jesus aus dem Tempel rauskommt, dann weiß man, dass die Versiegelung zu Ende ist. His people are known. Sein Volk ist bekannt. And those with the mark of the beast are known. Und die auch das Malzeichen des Tieres tragen, sind bekannt. Then the angels will be told, okay, go and kill. Und dann wird den Menschen, also den Engeln gesagt, geh und vollende dein Werk. Because it is clear. Und weil es jetzt klar ist. On the seventh plague we hear the statement, it is done. Und bei der siebten Plage hören wir die Aussage, es ist vollendet. Now I don't know after there now Jesus can come, I mean something can happen there. Und man der sagt halt, dass dann etwas passieren kann. Yeah, because seventh plague it says it is now done. Und der siebten Plage sagt man halt, es ist jetzt vollbracht. And there was earthquake and every tribulation, every bad thing happened. Und ob das die Erdbeben waren, diese Tribulation, also Gerichte, alles ist vollbracht. So the point I'm making is. Und der Punkt, den wir jetzt herausheben wollen, ist. You should strive to be sealed. Und ihr solltet alles dran geben, um versiegelt zu werden. Keep the Sabbath. Haltet den Sabbat. Keep the Sabbath. Haltet den Sabbat. Follow and keep all the 10 commandments of God. Folgt und haltet alle 10 Gebote. If there is weakness in you, tell Jesus that I am not able, help me. Und wenn in euch Schwachheit ist diesbezüglich, dann bittet Jesus darum, euch zu helfen. That's why there is something called forgiveness. Und dafür gibt es etwas, was man Vergebung nennt. If we don't do that, wenn wir das nicht tun, then we are choosing another side. Dann entscheiden wir uns für eine andere Seite. And the mark of the beast. The mark of the beast. Und das Malzeichen des Tieres. To all those who are not on Jesus' side. Wird bei allen denen sein, die nicht auf Jesus' Seite sind. It will be a catastrophe. Es wird eine Katastrophe sein. May God help us. Möge der Herr uns dabei helfen. May God lift us up. Und möge der Herr uns heraufheben. May God prepare us for that battle. Und möge der Herr uns vorbereiten für diesen Kampf. But good news is that if we are on Jesus' side, nobody will be allowed to be killed catastrophically. Okay. Und die gute Nachricht ist, wenn wir auf Jesus' Seite sind, werden diese auch nicht getötet werden in der katastrophalen Weise. Although they have weapons, they have everybody weapon, but Jesus also has weapon, and he will kill them all like Pharaoh he killed in the river, Red okay. Sea. Und obwohl die andere Seite vielleicht Waffen haben möge, hat Jesus auch Waffen. Und genauso wie es damals bei Pharao gewesen ist, wo die Soldaten und der Pharao da in dem Roten Meer umgekommen sind, wird es auch so sein. God bless you. Gott segne euch. I will see you. I will see you. Ich möchte euch wiedersehen. When you see me. Wenn ihr mich seht. But when you don't see me. Aber wenn ihr mich nicht seht. I know I will see you. Ich weiß, dass ich euch sehen werde.
But if you don't see me, aber wenn ihr mich nicht seht, I will see you. Werde ich euch sehen. God bless you. Gott segne euch. Amen. Amen. Heavenly Father, thank you so much. Himmlischer Vater, wir danken dir sehr. Thank you, first of all, for giving me ample time to speak to your people. Ich danke dir, dass du mir die Zeit verschafft hast, zu deinem Volk zu sprechen. Your lovely, beloved church. Deine geliebten Gemeinde. Those you have purchased by your own blood. Die, die du errettet hast durch dein eigenes Blut. You have forgiven them and called them saints. Du hast ihnen vergeben und sie Heilige genannt. Thank you for giving me ample time 4 times to stand before them and preach the gospel. Ich danke dir dafür, dass du mir Zeit gegeben hast, vor ihnen zu stehen und das Evangelium zu verkünden. By the power of your Holy Spirit, I have fought that I do the best to encourage them. Mit dem Heiligen Geist habe ich mein Bestes gegeben, mit der Kraft des Heiligen Geistes habe ich mein Bestes gegeben, um sie zu ermutigen. And now my work is over here. Jetzt ist meine Arbeit hier vorbei. I have said what you told me. Ich habe gesagt, was du mir gesagt hast. I have encouraged them so much. Ich habe sie sehr ermutigt. That you are a forgiving God. Dass du ein vergebender Gott bist. That still they have a place in heaven. Dass sie immer noch einen Platz im Himmel haben. So that they continue believing in Jesus. Dass sie weiter an Jesus glauben mögen. I have enjoyed the love and joy of this church. Ich habe die Liebe und das Glück dieser Gemeinde genossen. And now it's time that God, next week I leave again for Tanzania. Und es ist jetzt Zeit, nächste Woche nach Tanzania zurückzugehen. I put your church under your control. Ich gebe die Gemeinde unter deine Kontrolle. Please be among them. Bitte sei unter ihnen. This is your flock. Das ist dein Frosch. The enemy is not happy to see them. Ja, der Feind ist nicht glücklich, sie zu sehen. But preserve them. Aber bitte beschütze sie. Take care of them. Pass auf sie auf. Surround them, Lord. Surround them. Surround. Another word. Bitte. Surround. Also umgebe sie. So that they may be safe. So dass sie sicher sein mögen. I know, and I'm sure that we shall meet again. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden. So God, if I don't come soon, but please keep them until the end. Und Herr, wenn ich jetzt schnell wieder zurückkehren kann, Herr, dann bewahre sie doch für das Ende. When the battle of Armageddon is fought. Wenn der Kampf von Armageddon gefochten wird. Let them be on your side. Lass sie auf deiner Seite sein. Sealed. Versiegelt. Having your signet. Deine Zeichen und deine Signatur haben. I thank you for everything. Ich danke dir für alles. I am pleased that God you are working with your church. Und es macht mich glücklich zu sehen, dass du mit deiner Gemeinde arbeitest. But one thing. Aber eine Sache. Make them evangelists. Und eine Sache macht sie zu Missionaren. Let them be willing to go and tell the story of Jesus to their neighborhood. Lass sie bitte willig sein und ihren Mitmenschen von die Geschichte von Jesus erzählen. I know soon you come. Ich weiß, dass du bald kommen wirst. So that we may go to heaven so with our friends. Dass wir auch mit unseren Freunden in den Himmel gehen mögen. I believe in you. Ich glaube in dich, ja. I trust you. Ich vertraue dir. In Jesus' name I pray. In Jesus' Namen bete ich. Amen. 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 Thank you.